Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Projekt auf der Alltimes Map, zum LS15 Projekt auf der Alltimes Map, Map Nostalgie mit dem Randy, mit dem Jochen und dem Björn. So. Guten Morgen. Nur haben wir sie alle. Ja. Lieber Björn. Ja. Ja. Wann kommt Nostalgie immer? Um 15 Uhr. Nein! 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 Um 14 Uhr. Ja, und das ist nicht mehr guten Morgen, nicht mehr zu meiner Uhrzeit. Für mich schon. Also ich stehe um 14 Uhr wieder auf. Wir müssen ein was kurz ansprechen. Ja, bitte. Erstens, Randy muss noch sagen, wie das Projekt bei ihm bis jetzt so angekommen ist. Und zweitens, für alle, die in der letzten Folge, in der letzten Sekunde verstanden haben. Was hast du eigentlich gesagt davor? Am Arsch, Digga. Am Arsch. Nicker, für alle, die das verstanden haben, war, also die müssten sich die Folge nochmal anschauen, müssen nochmal ganz genau hinhören, denn es war am Arsch dicker. Richtig, am Arsch. Also am Arsch dicker, nicht am Arsch nicker. Aber es kam wirklich, also es hat sich wirklich fast so angehört, aber das muss man ja ganz klar nochmal, ne? Ja, und wir nehmen das im Voraus auf, wir sagen das jetzt nicht nur, weil vielleicht irgendwelche Kommentare diesbezüglich gekommen sind. No, werden. Auf jeden Fall, ja, Randy, wie kommt das Projekt denn bei dir so an? Ja, wurde auch eigentlich sehr gut angenommen. Aber bis jetzt habe ich auch noch weil das Wort eigentlich gibt es nicht. Doch. Nee. Das, doch, ich schlag mal einen Dudenöff. Ja, aber es ist eigentlich ein sinnentleertes Wort. Das hast du aber auch gesagt. Richtig. Es ist ein sinnentleertes Wort. Gut, dann ist es ein sinnentleertes Wort. Naja, das Projekt wurde auch gut angenommen, ohne Frage. Auch wenn sich eventuell in dieser kyrillischen Schrift da ein Fehler mit versteckt hat, obwohl es ja eigentlich nicht so ist, aber das ist ja egal. Keinem ist es aufgefallen. Ja, doch. Ich wurde ja darauf angesprochen. Unsere Ehrlichkeit bricht uns nochmal das Genick. Nee, meine Oma hat immer gesagt, mit Ehrlichkeit kommst du weit. Kuitlik hat gesagt, es ist nicht mehr so, aber beide haben recht. So, also die neue Oma hat das gesagt. Ja. Meine neue Oma, Klicki. Nee, aber es wurde auch sehr gut angenommen, auch vielen Dank dafür. Natürlich, bei den Mordvorschlägen immer wieder ist, ich weiß nicht, ob das bei Tino genauso so ist, aber ich habe den Filter so eingestellt, wenn jemand Links in die Kommentare postet, die werden automatisch als Spam dann gemacht und ich muss ja Schmerzlein freischalten. Wenn da irgendwas ist, bitte nur hinschreiben, keine Links senden, weil das ist dann immer doof. Also ich hatte zum Beispiel einen Fall, da wollte einer einen guten Mod geben. Und der Kommentar wurde dann jedes Mal zur Überprüfung eingereicht. Und er hat sich gewundert, warum der Kommentar nicht da ist. Also hatte ich dann 10-mal den gleichen Kommentar in der Überprüfung drin. Ja, dann, das Problem ist halt, also ihr müsst da wirklich aufpassen. Links werden immer gleich als Spam. Und es ist einfach auch zur eigenen Sicherheit, weil wenn den Link gepostet wird, der Link irgendwelche Scheiße beinhaltet, ihr da draufklickt, weil er halt eben gleich öffentlich geht. Das ist natürlich schlecht. Deswegen einfach reinschreiben, wie heißt der Mod, wo gibt's den Mod. Also mit wo gibt's den Mod, Modhoster zum Beispiel. Nicht www.modhoster.de, weil das wäre auch wieder ein Link, wo der Kommentar wieder im Spam landet. Aber das auf jeden Fall, wir sind da für jeden Vorschlag dankbar. Wir haben ultra viele Oldtimer gefunden hier drin, auch dank Björn, das muss man ganz klar sagen. Und die Modliste, gut, zu den Zeitpunkt wird die bei mir, denke ich, noch aktuell sein, immer schön mit Ruhe. Ja, weil das dauert nämlich alles seine Zeit. Ich mache nämlich extra so ein schönes PDF. Mach ich mir extra ein PDF. Ja. Obwohl ich mir das bei dem Mod-Paket ein bisschen schwieriger vorstelle, kommen die alle von Mod-Hoster? Nein. Nee, ne? Nein. Da muss ich teilweise. Warum? Ja, weil ich ja nur die Dateinamen eingebe und dann über Google halt rausfinde und ja, nur halt aufpassen, dass es halt keine Mod-Seiten sind. Aber werden wir sicherlich alles finden. Ja, und ansonsten im Groben und Ganzen alles noch ganz schniege. Da. Sorry. Wie kann man denn mit 14 PS so failen? Na, ich sollte auch mit LKW, Dings fahren. Mit, nee, noch mehr PS ist halt gleich Hamburg. Lenkrad, meint er. Lenkrad. Weil das ist. Das ist halt, ja. Wenn du eine Taste drückst, dann drückst du die. Pixel? Dann, ja. Aussteigen. Tauschen. Hi. Weil wir können ja ein bisschen durchwechseln hier mit der Arbeit. Noch an, ja. Wenn das Stroh hinter dir nicht mehr liegt, dann hat das wohl aufgesammelt. Ja, sorry. Nee. Das ist alles easy peasy. Das lacht machen die Zuschauer nur. Fertig, nicht lacht mich. Ihr nur. Ich möchte zum Thema Mods noch was sagen. Ich tue ja die Mods für Südheimern und für das Oldtimer-Projekt, also das Nostalgie-Projekt, meistens alle zusammensuchen auch und mache mir da auch die Mühe, mir macht das auch Spaß.
Und ich sage immer, wenn da mal kein Link dazu ist, dann einfach mal die Mühe machen, mal einfach mal selber ein bisschen suchen, weil das Suchen ist so wie so ein Jäger und Sammler. Ich erinnere mal an die Worte vom Oysterpropper, der sagt das auch immer, einfach mal mit die Mühe machen, hat man auch mehr Spaß am Spiel nachher. Weil man sich die Mühe gemacht hat, selber was zu finden, das dann wie so ein Feuer anzünden. Feuer! Ich dachte jetzt machst du ja irgendwas Literatorisches, was weiß ich, ja, Karl Albrecht oder so, oder was weiß ich, aber naja, gut. Ja, nee, ich halte immer viel davon, mal ein bisschen selber mitsuchen, ein bisschen selber, weil die Namen stehen alle drin und damit findet man eigentlich auch sehr, sehr viel schon auf den einschlägigen Seiten dafür. Und wenn nicht, gibt es eine Community, da kann man sich auch dran wenden. Also ich habe damals, ich habe das anders gemacht. Ich habe damals jemanden kennengelernt und mittlerweile verstehe ich mich richtig gut mit dem. Die Beziehung war immer mal, Beziehung ist ja jetzt Blödsinn, aber es war immer mal ein Hoch und ein Tief und so weiter. Aber wir sind wirklich, also die ganze Zeit gut miteinander ausgekommen und jetzt mittlerweile haben wir uns arrangiert und derjenige hilft mir unglaublich. Warte mal, der Vorname war Google, genau, der Vorname war Google und seitdem ich den kenne, Wahnsinn. Ja, aber es ist wirklich so. War jetzt ein kleiner Flacher, ne? Aber, du sagst das jetzt. Ich hatte jetzt schon gedacht, du fügst jetzt meinen Namen mit ein, da wäre ich ja fast geschmeichelt gewesen, aber ja, nee. So ist das halt, ja, es ist klar. Nicht. Aber ich finde, du mich auch. Das, wenn du übst. Brauchst dich nach und gar nicht mehr zu melden. Dann findest du irgendwann die Sachen, die du wirklich brauchst. Also am Anfang ist das wirklich nicht leicht, aber wenn du erstmal raus hast, wie Google funktioniert, dann findest du fast alles. Die Leute sagen immer, wie findest du das und das? Wenn, weißt du, so, ja, oh, die fragen mich immer, und dann denke ich, ihr könnt es doch auch mal alleine googeln. Aber manchmal, es ist echt Übung. Wenn du es ein paar Mal raus hast, also ein paar Mal gemacht hast und was gefunden hast, dann weißt du, wie du suchen musst. Du musst natürlich eine Tastatur bedienen können, das ist natürlich klar. Das ist richtig. Nee, aber das. Ich sehe es bei mir jetzt, ihr habt Minecraft angefangen zu spielen, ich bin da echt der Noob drin. Gegoogelt und gemacht und getan und dann hier gefunden, einen Artikel. Da ein Forum gefunden, da nachgelesen und mittlerweile klappt es ja. Hier und da mal kurz noch jemand fragen und dann geht das alles. Ja. Ja, das, also ein bisschen Eigeninitiative macht das Leben ein bisschen mehr Spaß. Und das ist das Nächste, ihr müsst euch trauen, auch mal einen größeren Text zu lesen. Es gibt ja viele Leute, die dann immer dieses Too Long Did Not Read Attitude haben. Ja. Und da denke ich dann auch, das ist halt dann Faulheit. Ne? Ja, und ihr müsst euch trauen, dieses .porn. Diese Seiten kann man anklicken. Das ist wirklich, da muss man sich mal trauen. Man sieht wirklich auch entsetzliche Sachen. Das muss man auch ganz. Nein, kleiner Spaß natürlich. Ich würde um ein was bitten. Ja. Das meine ich jetzt verdammt ernst! Du kannst so, nicht so ein Choleriker machen. In die Raupe gehen 241 Liter. Ja. Und diese werden so unglaublich schnell verbraucht. Ja, ich hab's ja nicht ausgemacht, ne? Ja. Ich böse. Du hättest das jetzt nicht zugeben brauchen. Doch. Dann wäre die Schuldzuweisung auf irgendjemand gelandet, doch, aber doch. Ist egal. Es wäre keine Namen gefallen. Aber dass man die wirklich nicht einfach, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die unheimlich viel verbraucht und ja. Also vorzugsweise fällt dann immer mein Name komischerweise mit Spritverbrauch, weil bei mir auf dem Server kommt dann immer, wenn irgendwo viel steht, 4% Treibstoff noch, dann heißt es immer Koch. Dein Tank ist leer. Ach du hier, stimmt. Ja. Das ist so mein Part dann meistens, ja. Ich fahre jetzt noch eine Ladung Hexegut zum Rinderstall hoch und dann bin ich hier verfügbar. Wir sind hier eigentlich. Ihr braucht mich gar nicht, oder? Ich könnte jetzt irgendwo eine Kneipe. Ja, wir sind jetzt zu dritt auf einem Feld. Randy drischt. Ich fahre jetzt gerade schon die Sämaschine hier aufs Feld und den Grubber. Für die Raupe und Pixel sammelt das Stroh halt eben ein. Ne? Dann gehe ich in eine Kneipe zu Hotspot. Ist offen. Kein Problem. Der erste Lohn muss eh versoffen werden, war schon immer so. Als Lehrling, das erste Lehrlingsgehalt muss. Du wisst schon. Hier rückwärts ist vielleicht keine gute Idee. Aus wieder machen wir noch ein paar Stullen, ein paar Fettbämmen. Fettbämmen sind geil, ey. Kann man mal gar nichts sagen. Alter. Aber ich habe, wo du vorhin sagtest, .porn, die Seiten, habe ich interessant gelesen diese Woche, weil ich mir schon Zeit hatte zum Stöbern. Gelesen. Ja, gelesen, ohne Bilder. Und da stand drin, dass solche Seiten am Tag öfter angeklickt werden als, was war das jetzt, Twitter
Und also und Twitter, Netflix und noch irgendeine Seite, was eine ganz große Seite, dass die mehr Klicks, dass diese Seiten mehr Klicks zusammenbekommen als diese drei großen Anbieter. Ja. Pornoindustrie ist auch ein Milliardengeschäft. Ja, ja. Internet. Aber wo verkaufe ich denn das, auf dem Hof oder lade ich es an? Einlagern. Einlagern. Ja. Wo? Hof. Also auf dem Hinner, also auf der anderen Seite, wenn du jetzt von der Seite kommst, die du hier noch reinkommst, da eigentlich ganz hinner und da ist irgendwo eine Tür offen, da liegt Stroh rum. Und da steht auch keiner, der eine Maske auf hat. Gut. Ach so, du willst das Stroh verkaufen, okay. Nee, eben nicht. Einlagerung gibt's ja in dem Sinne nicht. Müsste Einlager, ach so, sorry, ich hab gedacht, du meinst das Korn. Dann Stroh verkaufen, ja, am Hof. Da wo Stroh rum, ah, das hatte ich gesehen. Da sind auch Ballen. Genau, da gibt's so eine Halle und da liegen ein paar Ballen drin und ein bisschen Stroh und alles und da fährst du rückwärts schön sachte einfach ran, versuch dich einfach noch nicht zur Pfeile zu machen und denk dran, schon ja auch Leute bei dir. Und das klappt nicht. Das war mir klar. Ach, scheiße. Ja gut, Pixel, die 4000 in den ersten 24 Stunden, oder? Fällt nicht auf. Was? What? Ich glaube, das reicht nicht mal, wenn wir bei uns zusammentun, oder? Ach, da ist das. Au! Oh. Ja, sagst du, fährt mich um? Ne, was liefst denn du in dem Mähdrescher? Nein. Oh mein Gott. Dann müssen wir ganz schnell die SMA, SMA rufen. Da vorne wäre es aufs Set gegangen. Egal, ich riskiere es. Ich glaube, hier war nix. Jupp. Das war eine große Krise. So. Also ich muss sagen, diese kleine Karte ist mit diesen kleinen Traktoren doch relativ groß. Ja, aber sie ist definitiv eine gute Wahl gewesen. Ja. Also zum Rinderstall bist du schon so, ja, einen Moment unterwegs. Ja, ist ja der Plan gewesen. Plan. Deswegen eine andere Karte, eine größere Karte ist halt schwierig. Hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass zu viert, Rendier? Ja. 3%, ne? Was 3%? Dein Sprit. Oh. Stimmt. Das fährt ab, du. Sollte man vielleicht, hat er noch, ne? Das schaffe ich noch. Oh Gott, der erste Drescher, der komplett ausfällt. Ach so. Du müsst ja von der rechts rum dann, ne? Ich weiß. Mal die Fahrhilfen ausmachen. Ja, mach mal alles aus. Hab nur 3 Anläufe gebraucht. Schön. Nur, sagt er. Ja, für mich ist das gut. Ja, was aber eigentlich die Frage war, oder beziehungsweise die Aussage war, dass zu viert eben auf der Karte das doch vielleicht etwas, dass die Karte etwas klein ist. Das werden wir einfach sehen. Also es kommt natürlich darauf an, wenn wir dann hier größere Fahrzeuge, also Ostalgie-Fahrzeuge haben oder Nostalgie, kann es natürlich sein, dass das ein bisschen, ja, grenzwertig wird. Ich habe noch einen Mod vergessen, bin ich bekloppt? Moment, eine Frage, ganz kurz vor deinem Mod. Ja. Wo kann ich denn das Weizen abladen? Ja, auf dem Hof. Einlagern. Ja. Wo denn? Ja, auf dem großen Gitter. Ach ja, stimmt. Da ist es. Das habe ich gesucht. Renn hier übrigens, da wo ich jetzt gerade stehe, ist auch direkt die Tanke. Du jetzt gerade stehst, du bist gerade stehen. Das ist bei den Hühnern da gerade in der Nähe. Das genau drauf zu. Einfach geradeaus. 1%, schafft er nicht. Wetten, da bleibt vorher stehen. Ich flippe hier aus. Da haben wir noch mit reingenommen den Klaas Dominator. Damit das keine ganz und gar Ostalgie-Geschichte wird hier. Ding ist aus, oder? Ne, ich fahr halt noch langsam. Gib voll Stoff jetzt bis zur Tanke, Alter, die ist da vorne. Komm. Okay. Voilà. Oh, steigt auch noch aus, fährt nochmal an. Jetzt hängt. Sag mal, bist du doof? Und nochmal angefahren. Ja, komm. Du bist nicht anders. Gib Gas jetzt! Wir haben keinen Spritfass hier, ne? Doch. Am Hof? Ja, aber kein mobiles. Nee. Aber er ist am Spritfass. Tankst du? Ich finde gerade einen Tankdeckel nicht. Ja. Du bist so lustig manchmal. Jetzt, es tankt. Wie komme ich hier wieder rein? So. Schade. Warte, was für Mod haben wir vergessen? Drescher? Drescher, den Klaas Dominator 86.
Der wurde im Jahr 86, glaube ich, eingeführt. Ah, okay. Das ist und schon dann so ein bisschen Endlevel, ne? Genau, ja. Das ist so das Ziel, weil, also ich bin persönlich Glas-Fan und da geht nichts drüber. Okay. Und wenn wir den haben, dann sind wir am Ziel der Träume, ja. Nur nichts drüber. Ah. Ja, der ist so schon mal nicht schlecht. Okay. Der hat nur 120 PS? Ja, mehr braucht er nicht. Der kleinste, der den Glas drüber hat, oder? Okay. Achso, wir haben ja zwei Anhänger, stimmt ja. Kommt sogar noch heute zum Einsatz bei ganz kleinen Höfen. Ja, also ich habe den. Das ist der ähnliche bezahlbarer für normale Menschen. Ja, für einzelne Höfe, ja. Aber meistens ist es ja auch in der Gemeinschaft. Bei Klicky im Dorf, da das Nachbardorf, das ist ja auch, keine Ahnung, so Städtchen, da wohnen vielleicht 200 Mann, 100 Mann oder so, keine Ahnung. Die haben aber rundherum nur Felder, die haben ja jedes Jahr vier solche 77er, ne, 87er da stehen. Das sind schon ein paar Giganten. Na, 87, ja, das ist heftig. Aber wir sind auch folgentechnisch. Du hast gemodert. Ja. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, sehen wir uns morgen wieder. Lasst auf jeden Fall das Däumchen da und schreibt einen netten Kommi. Schaut bei den anderen vorbei, alles in der Videobeschreibung. Und dann bis, nee, nicht bis morgen. Sorry, tut mir leid. Bis übermorgen, ja. Bis dahin, tschüss. Ciao. Ciao.